Hallo, ich begrüße euch zu Rundum Fit mit Astrid. Heute wollen wir ein kleines Intervalltraining machen und dafür wollen wir uns gleich ein bisschen aufwärmen. Und zwar geht das erstmal ganz locker los. Schön die Füße abrollen. Ich mache jetzt ein paar Übungen, du machst einfach mit. Ja, schön locker die Schultern mal ein bisschen zucken lassen. Beine hoch und tief. Sehr gut. Wir machen also 2,5 Minuten ungefähr uns warm. Und dann machen wir einen Intervallkurs. 20 Sekunden Training, schnelles Training und 10 Sekunden langsam. Ja, ganz wichtig, während der 10 Sekunden nicht abrupt stehen bleiben, sondern dich weiter bewegen. Einmal die Arme nach hinten. Einmal an die Knie, schön die Knie hoch, hoch, hoch mit der Hand antippen. Einmal Außenseite, schön die Außenseite. Sehr gut, anderthalb Minuten noch. Und den Fuß nach vorne, die Ferse auftippen. Du kannst dabei schnitzen. Komm, noch ein bisschen. Eine Minute nur noch, die Fußspitze. Zur Seite, Standbein ist gebeugt. Nur die Fußspitze tippt auf. Wir wechseln die Seite. Sehr gut, auf der Stelle wieder gehen. Laufen auf der Stelle. Denke immer an deine Aufrichtung. Dann machen wir noch ein paar Kniebeugen. Arme nach vorne. Schön den Po nach hinten. Tief runtergehen. Sehr schön. Einmal locker auf die Stelle. Genau damit fangen wir gleich an mit den Kniebeugen. Ja? Es geht mit Kniebeugen los. Und tief. 20 Sekunden machen wir Kniebeugen. Komm, mach mit. Das schaffst du ganz leicht. Schön tief runter. Kniebeugen machen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Auf der Stelle gehen. Sehr gut. Das war die erste Einheit mit Kniebeugen. Prima. Dann machen wir nochmal Kniebeugen. Zweimal machen wir das vor und es geht los. Und tief. Jetzt haben wir fast den Einsatz verpasst. Fehlen 2 Sekunden jetzt. Na komm. Mach mit. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Auf der Stelle gehen. Super. Nächste Bewegung zeige ich schon mal. Das ist unsere nächste Bewegung. Und los geht es. Komm. Schön den Ellbogen Richtung Knie. Nur noch 7 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Und locker gehen. Gleiche Bewegung nochmal. Halt. Auf der Stelle gehen. Noch 3, 2, 1. Und wieder los geht's. Komm. Mach mit. Schön das Knie zum Ellbogen. Noch 7, 5, 4, 3, 2, 1. Auf die Schelle gehen. Locker. Super. Prima. Neue Bewegung. Pass auf. Es geht los. Zur Seite und wieder ran. Los geht's.
und kräftig. Standbein ist gebeugt. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und auf der Stelle gehen. Super, klappt gut. Ja, nächste Runde, noch zwei, eins und los, kräftig. Standbein ist gebeugt, nur zur Seite tippen. Tempo, komm, mach mit. Tempo. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins, auf der Stelle gehen. Gleiche Bewegung, jetzt kommt der Arm gleich dazu. Ja? Schön locker gehen, nicht anhalten, halte durch. Und los geht's. Sehr gut. Sind ja nur 20 Sekunden. Versuche
Noch einmal nach oben im Wechsel ziehen. Einmal die Hände hinter den Körper nach unten ziehen. Schön einmal hier hinten. Einmal den Kopf nach vorne neigen. Löse die Arme und lass den Kopf einmal ganz unten langsam heben. Einmal nach rechts schauen, über die Mitte nach links schauen. Und fertig. Super, das waren 10 Minuten ein bisschen Intervalltraining mit Warm-up und Cool-down.